Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Ja, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Und ja, was macht man da immer? Man lässt das Jahr nochmal Revue passieren. Und da bin ich auch so ein bisschen gedanklich so Anfang des Jahres gegangen und habe mir überlegt, was haben wir denn alles gemacht? Ja, und da ist mir... Aber bevor du jetzt anfängst, großartig zu erzählen, ich glaube, keiner hat irgendwie Bock auf einen Monolog. Oder hättest du Lust auf einen Monolog? So, über den ganzen Jahresrubrik alles abgezählt, finde ich toll. Ich habe eine bessere Idee. Wir lassen jetzt im Jahresrückblick über Bilder laufen. Das ist aber natürlich auch eine gute Idee. Extra einen für euch erstellt. Dann, dann gucken wir mal da mal rein. Dann schauen wir uns mal die Highlights von 2022 an. Genau.
Wow, das war aber wirklich eine ganze Menge, was wir erlebt haben. Aber da war noch nicht alles drin, oder? Nee, da waren, also ich habe einiges weggelassen, weil eine halbe Stunde Video wollte ich jetzt auch nicht produzieren oder beziehungsweise wollte ich euch nicht antun. Das wäre jetzt ein bisschen too much. Ja. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr viel erlebt im Jahre 2022 und ja, dafür möchten wir uns vor allem bedanken, weil sowas schafft man nicht alleine. Nee, dazu braucht man Freunde, Gönner, Unterstützer, die einem da dabei helfen und da sind wir auch sehr froh und dankbar drum und wir möchten uns auch bei allen auch bedanken, dass sie uns so tatkräftig unterstützt Definitiv, haben. Definitiv, ja. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall 2023, wenn es weitergeht. Ja, vor allen Dingen mit euch allen zusammen das Jahr 2023 zu gestalten. Da stehen ja auch schon einige Projekte an Bord, ne? Definitiv, könnt ihr euch schon freuen. Ja. Und jetzt wünschen wir euch vor allem erstmal einen guten Start ins Jahr 2023. Ja. Auf ein gesundes. Und frohes. Und vor allem auch erfolgreiches Jahr. Genau.